Wer mit dem Gedanken spielt, sich Alien Isolation zu kaufen, um ein wenig Zeit auf der Raumstation Sevastopol zu verbringen, sollte sich mit diesen Szenen schon mal anfreunden. Unter Aliens wird der Spieler nämlich ruckzuck zum Kauknochen. Und das mitunter sogar, ohne wirklich etwas dafür zu können. Ripley? Amanda Ripley hat 15 Jahre nach dem Verschwinden ihrer Mutter Ellen eine heiße Spur. Der Flugschreiber des Frachtschiffs Nostromo wurde gefunden und zur Raumstation Sevastopol gebracht. Dort ist allerdings die Hölle los. Neben einem umherstreifenden Alien bekommt Ripley es mit durchgedrehten Androiden und Sicherheitskräften des Weyland-Yutani-Konzerns zu tun. Aus dem Routinebesuch wird ein Kampf ums nackte Überleben, bei dem die junge Frau ungewollt einem Komplott der berüchtigten Firma auf die Schliche kommt. Alien Isolation ist im Gegensatz zu den meisten Spielen, die auf dem Alien-Universum basieren, kein Shooter. Trotz Ego-Perspektive halten sich die Momente, in denen eine Waffe abgefeuert wird, stark in Grenzen. Das ist natürlich nichts Schlimmes, nur müssen wir uns eben Stück für Stück dran gewöhnen, das Abenteuer auf der Raumstation nicht wie einen Shooter anzugehen. Vorstürmen und Losballern ist bei Alien Isolation nämlich das beste Rezept zum Game Over. Unsere Spielfigur Ripley ist keine gepanzerte Kampfamazone, sondern geht bereits nach wenigen Treffern in die ewigen Jagdgründe ein. Entsprechend müssen wir sehr defensiv vorgehen und Begegnungen mit bewaffneten Plünderern, umgepolten Arbeiter-Androiden und Weyland-Yutani-Sicherheitskräften nach Möglichkeit vermeiden. Oh, und selbstverständlich sollten wir auch direkte Konfrontationen mit dem titelgebenden Alien vermeiden. Wer unachtsam durch die Korridore läuft oder gar rennt, bekommt schneller eine der vielen Todessequenzen zu sehen, als ihm lieb ist. Doch auch wenn wir wirklich vorsichtig sind, durch die Levels schleichen und Deckungen nutzen, kann es immer wieder passieren, dass das blöde Vieh plötzlich vor oder hinter uns steht. Und das bedeutet Game Over, denn außer mit einem Flammenwerfer oder Molotow-Cocktail können wir das unzerstörbare Monster nicht verscheuchen. Erschießen wäre zwar dumm, weil es das einzige Alien im Spiel ist und selbiges dann schnell zu Ende wäre, aber wir hätten uns gewünscht, dass wir normale Schusswaffen wenigstens nutzen könnten, um das Biest zu irritieren und uns so eine Chance zur Flucht zu erkaufen. Ablenken mit dem Geräuschmacher oder einer Leuchtfackel funktioniert zwar, aber nur solange uns das Vieh nicht entdeckt hat. Auch die Flucht durch Lüftungsschächte, die uns im Spiel oftmals als Abkürzung dienen, kann böse enden, wenn das Alien die Verfolgung aufgenommen hat. Die unvorhersehbare KI ist zwar zunächst eine coole Sache, da das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt so zu einer richtigen Bedrohung wird, die ständig über uns durch die Lüftungsschächte poltert und auf die Umgebungsgeräusche reagiert, doch je weiter wir im Spiel vorankommen, desto mehr wünschen wir uns, aus den tödlichen Begegnungen auch was Sinnvolles mitnehmen zu können. Das ist es schließlich, was ein Spiel ausmacht. Wir machen Fehler und lernen daraus, um uns zu verbessern. Nun liegt's allerdings in der Natur der Sache, dass wir bei einem unberechenbaren Gegner, der, wie es ihm passt, aus beliebigen Deckenöffnungen auftauchen kann, nicht viele nützliche Erfahrungen mitnehmen können. Immer wieder macht uns das Alien platt, ohne dass wir was dagegen tun könnten. Dann gibt's aber erstaunlicherweise auch Situationen, in denen die KI völlig versagt. So campt das Monster während unseres Tests etwa minutenlang vor dem Spind, in dem wir uns verstecken. Der einzige Ausweg war hier, die Tür zu öffnen und einen Instant Death zu sterben. Ärgerlich ist in diesem Fall, dass die Speicherpunkte recht weit auseinander liegen und wir uns wieder minutenlang bis zu der Stelle schleichen dürfen, an der wir den Löffel abgegeben haben. Andererseits sorgt die fehlende Möglichkeit, jederzeit zu speichern, natürlich für jede Menge zusätzliche Spannung. Wenn wir aus der Ferne eine Speicherstation entdecken, müssen wir uns gut überlegen, ob wir schnellstmöglich drauf zurennen und möglicherweise kurz vor dem Ziel abgemurkst werden oder ob wir uns Zeit lassen. Abgesehen davon, Gegnern und vor allem den Alien auszuweichen, schickt uns das Spiel ganz traditionell von einem Missionscheckpoint zum nächsten. Wir bekommen unser Ziel auf der jederzeit einblendbaren Karte angezeigt
oder können auch dem Missionsmarker auf unserem Motion Tracker, dem wohl wichtigsten Gadget des Spiels, folgen. Er führt uns nicht nur durch die Levels, sondern zeigt Bewegungen in unserer Umgebung an. So sehen wir, wo sich das Alien gerade rumtreibt oder wo Androiden patrouillieren. Wer sich nicht hundertprozentig an die Richtungsangaben hält und auch auf die Gefahr hin, unangenehme Konfrontationen zu erleben, die Gegend erforscht, findet Logbucheinträge der Sevastopol-Crew, die ein wenig Licht in die zunächst obskure Situation mit dem frei rumlaufenden Alien und dem Fehlen des größten Teils der Besatzung bringen. Außerdem gibt's Hundemarken vermisster Crewmitglieder zu finden. Viele Personen sind laut Logbuch einfach verschollen und wer lange genug spielt, findet auch raus, was mit den armen Seelen passiert ist. Allerdings ist es bis dahin ein langer, gelegentlich sehr zäher Weg, der noch zäher wird, je näher wir dem Ende der 18 Missionen kommen. Prinzipiell fühlt sich Alien Isolation so an, als hätte man bereits nach 11 oder 14 Missionen zu einem befriedigenden Abschluss kommen können, wollte aber den notorischen Spielzeit-Nörglern keinen Grund zum Meckern geben und hat Isolation deshalb künstlich auf knapp 15 bis 16 Stunden gestreckt. Blöderweise war's das dann halt auch nach einmaligem Durchspielen, zumal die Entwickler außer den sogenannten Überlebensmissionen auch nichts parat haben, was die Beschäftigungsdauer mit dem Spiel verlängern könnte. In den Überlebensmissionen kämpfen wir uns durch Minilevel und müssen dabei unter Zeitdruck Aufgaben erledigen. Mitgeliefert wird eine Mission, der Rest wird als kostenpflichtige Downloads erscheinen. Die groß beworbenen und der Erstauflage als Downloadcode beigelegten Nostromo-Missionen sind nichts anderes als Überlebensmissionen, in denen wir Situationen aus dem ersten Alien-Film nachspielen. Echte Story-DLCs wird's hingegen nicht geben. Was die Vorlagentreue angeht, ist Alien Isolation ein echtes Brett. Das Zusammenspiel von düsteren, schummrig ausgeleuchteten Gängen, einem retro-futuristischen Design, das direkt aus Ridley Scotts Kinofilm zu stammen scheint, und einem phänomenal abgemischten Surround-Sound, der einem mitunter die Fußnägel aufrollt, erzeugt eine Atmosphäre, die es so in noch keinem Alien-Spiel zu genießen gab. Zwar darf man grafisch keine Effektspektakel mit Partikelfeuerwerken und möglichst realistischen Rauchschwaden erwarten, doch dafür, dass das Spiel ungewöhnlich sparsam in seinem Hardware-Hunger ist, wirkt das Gebotene phänomenal. Am saubersten läuft die PC-Version, deren butterweiche Bildrate die immer noch konstante Framerate der Next-Gen-Konsolen hauchdünn schlägt. Auf PS3 und Xbox 360 hingegen kommt es zu deutlichem Ruckeln und sogar Screen-Tearing. Auch nicht so schön, je nach System gibt's mal mehr, mal weniger deutliches Kantenflimmern zu sehen. Wer die Wahl hat, greift zur Next-Gen- oder PC-Version, während wir bei letzterer auf jeden Fall ein ordentliches Gamepad empfehlen, da die Steuerung mit Maus und Tastatur sehr sperrig geraten ist. Davon abgesehen, sollte man das Spiel unbedingt an einem möglichst großen Bildschirm mit einer ordentlich druckvollen Surround-Anlage genießen. Die Unberechenbarkeit des Aliens führt schnell zu Frust. Und Frust führt zu Unachtsamkeit, weil man vielleicht eine Stelle mal schneller hinter sich bringen will. Und diese Unachtsamkeit führt dann zu noch mehr Frust. Wer sich auf das Spiel einlassen will, sollte deshalb sehr geduldig sein und gute Nerven haben. Bringt man als Spieler diese Voraussetzungen mit, steht einem ungemein atmosphärischen, aber wie gesagt gelegentlich an der Grenze zur Unfairness kratzenden und etwas zu langen Survival-Horror-Erlebnis nichts im Weg. Allen anderen raten wir trotz der fantastischen Übertragung des Kino-Universums in die Spielewelt ab.